Alter Vater. Doing good? Schrott verkaufen. Bestätigen. Ich bin Millionär, schlag euch alle ein, auf meine Yacht zu leben. Ja. Another satisfied customer. Best in the bar right here. You should take it easy. Alter, warum habe ich immer noch die ganzen Waffen im Inventar? Hä? Ich habe gedacht, ich habe die alle verkauft. Wie buggy ist das denn? Wie um jede Waffe Mods hat. Schrott verkaufen. Axel, kannst du mir vielleicht erklären? Vielleicht bin ich dafür jetzt auch zu blöd. Ich wollte gerade alle Waffen, die ich irgendwie gefunden habe und die ich nicht brauche, verkaufen. Ich markiere die als Schrott. Ja. Drücke auf Schrott verkaufen. Es macht auch dieses Kassengeräusch. Ich gehe aus dem Inventar raus. Also ich gehe aus dem Kaufen raus, gehe in mein Inventar und alle Waffen sind noch da. Aber ich hab auch kein Geld gekriegt. Dann demarkiere die nochmal alle und verkauf die notfalls einzeln gerade. Dann ist wieder Boogiesoft unterwegs. Das kann aber auch sein, wenn sie jetzt... Das habe ich auch schon öfters gehabt, Lukas. Du musst, wenn sie jetzt die verkaufen willst, du hast da... Da sind Mods drauf. Dann musst du einfach nur einen weiter runtergehen. Ja, das habe ich ja auch gemacht, aber das nimmt er nicht. Ah, verkauf ich die einzeln. Es tut mir leid für das Leertastengespamme, falls man das hört. Boah, was da los? Wart ihr schon in der Hauptbase? Ja, also ich bin da schon den Einsatz gemacht? Welchen Einsatz? Da ist ein Einsatz beim Terminal. Ich reise mal dahin, lass uns das mal kurz angucken zumindest. Welches Terminal? Der Terminal ist ein Einsatz? Ja. Welche Terminal ist jetzt genau? Das ist im Keller von der Operationsbasis. Hier gibt's einen Keller? Ja. Wie komm ich da hin? Nein. Lol, das Terminal, alles klar. Ich stehe dann mal runter. Ja, ich komme jetzt auch. Wo ist denn da ein Einsatz? Da ist ein riesen Einsatz auf der Map verzeichnet, auf der Hauptbase. Die Ausstattungsoptimierung. Besuchen Sie die Optimierungsstation, um Ihre Waffen und Ausrüstung aufzuwerten. Verwenden Sie Credits und Division Tag. Okay, alles klar. Okay. Ist doch gar kein Einsatz. Besorgen Sie den Chiffre-Schlüssel. Premium-Händler. Ja, Lootboxen, danke.
Hier ist der Einsatz. Offline, der hat mir nichts zu sagen, der Typ hier. No agent has joined your team. Wie ist der uns denn jetzt unser Team gejoint, der Typ? Ja. Oh, ich habe eine Zwischensequenz. Ach, du meinst du hier? Nee, das ist PvP. Wie ist der Typ uns jetzt gerade gejoint? Keine Ahnung. Ach, ich muss das DLC haben, um hier das zu machen, wo du jetzt gerade bist, Axel. Okay. Steht ja gerade DLC kaufen, um letztes Gefecht zu spielen. Ja, dann, ah ja, genau, Last Stand, Expansion 3, ja. Sehe ich jetzt gerade am Ende der Sequenz. Ja. Wir haben sie in DLC, um auf der taktischen Operationszentrum zuzugreifen. Alter, nein, verpisst. Warum krieg ich so viel Einladung? Wieso? Wer ist in unserem Team? Sarday 49. Keine Ahnung, wie der da reingekommen ist. Alert. An agent is now leaving your team. Ich gehe wieder nach oben. Ja. Ja, die Stationen hier könntest du aber schon benutzen, ne? Hier die Verbesserungsdinger. Welche Verbesserungsdinger? Hier ist so eine Verbesserungsstation. Zum Beispiel für Ausrüstung hier. Okay. Nee, eins weiter. Du bist jetzt an der Fertigungsstation. Weil da kannst du zum Beispiel hingehen und deine Sachen auswürfeln, glaube ich, und mit den Division Tech-Dingern da verbessern. Durch die Neukalibrierung des Objekts wird mindestens eine Ausrüstung verändert. Hä? Sind dann die Mods, die ich da drauf habe, dann weg? Das ist eine gute Frage. Ich glaube eher nicht. Das verändert, glaube ich, nur die Hauptsachen der Waffe. Ich probiere es mal aus. Mit möglicher Verbesserung. Bösartig, zerstörerisch. Was ist das? Talent auswürfeln. Ja, mach mal. Wow, intensiv. Die erste Kugel deines Magazins hat eine Chance von 25%, dass das Ziel in Brand zu setzen. What the fuck? Was? Okay, nehme ich schon so. Wow, einfach nur wow. Mach ich die auch mal? Talent auswürfeln. Jede Tötung, die erfolgt, während an ihrer individuellen Fähigkeit aktiv ist, reduziert die Cooldown-Zeit. Wow! Finde ich geil. Was ist da los, ey? Cool. Gefällt mir tatsächlich. Ich finde das eine coole Spielerei. Tatsächlich. Aber Fertigungsstation interessiert mich auch. Was kann ich denn erstellen, was mich eventuell interessieren könnte? Wow. Kann ich den hier kaufen? Okay. Spezialausrüstungshändler? Ja, rote Waffen. Heftig.
Ja, ich habe mir da gerade mal ein paar neue Mods gekauft für meine Vector. Okay. Das lohnt sich dann schon fast nicht. Automatisch, das passt schon. So, ich bin mal ganz kurz weg. Ich stelle mich hier hin. Beziehungsweise stelle mich dahin, wo mich niemand einladen kann. Weil der Energy meldet sich. Bis gleich. Jo. Mikrofon muted. Gucken, was es jetzt hier noch gibt. Global Events, Optimierungsstation. Mikrofon activated. Wieder da. Welcome back. So. Hast du schon die Optimierungsstation gesehen, Lukas? Optimierungsstation? Es gibt noch eine Station. Ja, einmal weiter noch als. Ja, genau. Hier, wo du jetzt stehst. Da kannst du nämlich Waffen anhand dieses Balkens, den die haben, kannst du sehen, wo die jetzt schon sind von der Stufe. Und dann kannst du die entsprechend oft verbessern. Okay. Das kostet dann Division Tech und Credits, normale. Okay. Das ist aber ja schon teuer, ne? Ja, 250.000 für eine Optimierung ist echt teuer, aber man hat's ja, ne? In der Regel. Und du brauchst die Credits ja fast nicht im Spiel. Das ist allerdings wahr. Vor allem, wenn man einmal nach einer Loot-Session zurückkommt, hat man ja schon irgendwie, keine Ahnung, wieder 100.000. Ja. Aber das ist ja wieder das Looten, ne? Das fängt dann wieder an, interessant zu werden. Richtig. Weil ich da irgendwie Bock drauf habe, rüste ich die ACR aus, wa? So, ich habe jetzt gerade einmal meine Vector verbessert und ich glaube schon fast, ich verbessere die nochmal. Wie sieht das denn DLC-technisch bei euch beiden aus? Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? So, ich wäre dabei. Ich wäre auch dabei, tatsächlich, ja. Das würde ich nämlich fast sagen, wenn ihr da beide dabei seid, dann... Let's go, Mario, quasi, weil es geht ja jetzt in die DLC-Contents. Ja, aber wir haben ja noch nicht mal die Hauptstory durch. Ich würde erstmal oben alles abschließen und dann können wir ja hier weitermachen. Ja. Also würde ich vorstellen. Also oben in Safe House The Crypt zuerst. Genau. Das heißt, wir gehen jetzt zu The Firewall. Genau. Und ab da geht's dann weiter. Zu Fuß. Genau. Wenn wir das Gebiet dann haben, dann die eventuell letzte Story-Mission und dann DLC-Content. Ich weiß ja jetzt ja nicht, ob wir da jetzt noch... Ich glaube, da müssen wir irgendwie was downloaden, deswegen ich würde es sogar dann heute kaufen. Und nee, ich glaube, du musst nichts runterladen, das dürfte nur eine Freischaltungssache sein, das weil das Spiel hast du schon runtergeladen, inklusive aller Dateien. Okay.
Das wird nur so eine Sache sein, hier so ein du stehst davor, drückst auf kaufen in-game, dann wird das gekauft und dann ist es schon fast erledigt. Ja, ich guck, dass ich mir da, ich guck gleich mal bei, ich muss mir da gleich bei Steam kaufen. Ja. Tito. Kostet 40 Euro und dann machst du gleich mal Arschlecken. 40 kostet das? Ja, ja, alle DLCs insgesamt kosten 40. Ah, okay. Ja, stimmt, hast recht. Och, ACR, ich liebe diese Waffe. So, Safe House. Da hinten. Let's go. Let's go. Warte, was war mit meiner Map los? Nee. Nein. So. Jetzt ist markiert. Ja, der Zivilist dachte sich auch so, what the fuck? Ich bin halt explosiv. Enemies ahead! Kill it with fire! Okay. Du hast gesagt, kill it with fire. Ich hab genau das getan. Ja, aber du sollst ihn nur töten und nicht irgendwie aus dem Leben eliminieren, ey. Naja, doch. Da sind die nächsten Enemies. Enemies! Sniper, let's go! Alter, wie schnell fallen denn die Feinde um? Das kann man doch keinem erzählen, ey. Was ist da los, ey? Oh, da sind noch mehr Feinde. Nee. Ja, ich liebe diese Waffe. Wenn wir hier einfach durchmarschieren, Alter, wie der Terminator durch die Wand, ey. Aber das kann sich auch noch alles ändern, wenn wir gleich den Weltrang mal hochschrauben oder wenn wir in die großen, schweren DLC-Missionen gehen, Alter. Weil da habe ich mit meinem größeren Charakter, also mit meinem stärkeren Charakter, schon so hart auf die Fresse bekommen. Ja, das wird witzig. Ich glaube, dafür haben wir sogar noch eine zu schlechte Ausrüstung, tatsächlich. Oh ja. Einfach ja. Ja. Bitte kooperieren Sie mit den LMB-Soldaten. Also kniest dich hin und stirbst oder was, damit die zufrieden sind. In Clean funktioniert ja fast überall. Was? Was? Warte, was ist denn das hier? Ah. Ja! Die sind einfach weg! Die sind einfach despawned, so komplett so. Vollkommen aus dem Leben geballert, ey. Okay. Wir müssen jetzt hier zwei, drei Sachen nehmen. Was? Wie nehmen? Ja, siehst du nicht in der Spielwelt die Hände? Ja, doch. Ich hab einen. Warning, hostile forces approaching. Alter, die sind ja echt überall. Die sind ja echt überall. Aua.